Moin, hallo da draußen. Wir sind's wieder, der Finn und ich, der Andreas. Und wir rechnen euch heute eine Aufgabe zum Satz des Pythagoras bzw. zur Satzgruppe des Pythagoras vor. Das heißt, es kann da drin vorkommen der Satz des Pythagoras, vielleicht der Höhensatz, vielleicht der Kathetensatz. Mal schauen. Und diese Aufgabe ist sozusagen zum Üben da. Ihr könnt gucken, ob ihr also natürlich im Vorfeld diese Aufgabe alleine lösen könnt. Und wir machen das natürlich jetzt sofort im Anschluss. Das heißt, ihr rechnet erstmal selber und dann lösen wir, beziehungsweise ich. Der Kollege hier neben mir versucht das zu lösen. Und dann sehen wir mal, ob das übereinstimmt. Ja? Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, was sehe ich hier? Eine Aufgabe mit einer schönen Skizze. Wie weit kann man von einem 45 Meter hohen Leuchtturm sehen? Stelle dir die Erde als Kugel vor und verwende zur Berechnung den Erdradius von 6370 Kilometer. Heftig. Der Erdradius ist 6370 Kilometer. Was ist nochmal ein Radius? Also hier ist sozusagen die Erde. Ja. Hier. Das Blaue. Ja, das kann ich erkennen. Und dann macht man in der Mitte einen Punkt. Und von diesem Punkt macht man eine Linie bis zum äußeren Kreis, also hier. Bis zum Kreisrand, ja. Ja, bis zum Kreisrand. Und das ist der Radius. Mal gucken, ob wir das hier schön einzeichnen können. Also, der Radius ist die Strecke vom, hast du gerade schon gesagt? Vom Kreis Mittelpunkt. Mittelpunkt hier bis zum? Kreisende. Bis zum Kreisrand, hier. Das heißt, das wäre der Radius. Ja? Ja. Und wo befindet sich der Radius noch? Da. Also vom da, das kann man jetzt natürlich nicht so sehen. Stimmt. Also vom Radius Mittelpunkt ja? Bis zum Leuchtturm Anfang. Ah, okay, bis hierhin. Genau da, praktisch bis zur Erdkruste. Ne? Hier ist auch der Radius. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Und der Radius ist, und das sagt uns ja die Aufgabe, 6370 Kilometer. Schön. Die Frage ist jetzt aber, was ist die Frage? Die Frage ist, was ist die Frage? Die Frage ist, wie weit kann man von einem 45 Meter hohen Leuchtturm sehen? Ja. Das ist die Frage. Und wo ist also die Strecke in dieser Skizze, die wir überhaupt suchen? Hm? Vom Leuchtturm aus. Vom Leuchtturm aus? Bis zum rechten Winkel. Schwupps, also dieses hier. Also machen wir mal hier. Das ist die Strecke, die wir suchen. Ja? Das heißt, hier oben stehst du. Also da auf dem Leuchtturm stehst du. So. Oh, ist gut. Also das ist hier die Strecke, die wir suchen. Ja? Jo. Und was machen wir jetzt als erstes? Wir herausfinden, wie lang die einzelnen Seiten sind. Beziehungsweise die beiden anderen. Die eine Hypotenuse und die eine Kathete. Ja, Moment, da bist du ja schon, du bist ja sozusagen jetzt schon im Rechenmodus. Ja, du bist schon im Rechenmodus. Also zuerst einmal guckst du dir dieses Dreieck an und du erkennst jetzt von der Satzgruppe des Pythagoras, was für ein Satz könnte hier zur Anwendung kommen? Der Satz des Pythagoras selber, Kathetensatz oder Höhensatz? Der Satz des Pythagoras. Wir werden uns hier mal diese Aufgabe angucken, und zwar Satz des Pythagoras. So, dazu jetzt mehr. Also, hier haben wir nochmal die Skizze. Ja? Das hier ist x, sagen wir mal, haben wir uns darauf geeinigt. Das hier ist r, und r war gleich 6370 Kilometer. Und jetzt, du weißt ja natürlich, der Radius hier bis dahin ist auch 6370. Ja. Kilometer? Darf ich schon sagen? Du kannst mal, wenn du eine Idee hast, los, dann hier, ich gebe dir den Stift. Jetzt kannst du mal versuchen, da am besten weiter links. Du siehst ja, wo ungefähr frei ist, ne? Weiter hier so rechts, in diesem Raum. Das ist rechts. Ja, rechts, links, das rechts. Ist links, rechts. Links und rechts verwechsel ich nie. Na, dann leg mal los. Also, wie wollen wir das nennen? Ja, wie heißt das denn? Das hat das und hat doch einen Namen. Hypotenuse. Nee, wenn du, sagen wir mal so, wenn du
dafür eine Zahl schon hast für die Strecke, dann brauchst du da auch keinen Buchstaben mehr für nehmen. Okay. So. Hier brauchen wir doch auch keinen Buchstaben mehr, wenn wir schon die Zahl haben. Ja, steht da R gleich 6370 dran. Okay, also bei der Strecke, bei der Hypotenuse, haben wir ja bis jetzt nur... Wieso ist das Hypotenuse? Weil es gegenüber von dem rechten Winkel ist. Und warum... Und wie lang ist die Strecke? Welche? Die Hypotenuse? 6370 Kilometer plus 45 Meter. Ah, sehr gut, sehr gut. Wegen diesem Leuchtturm. Genau. Und der zählt ja noch dazu. Richtig. Das heißt, wir rechnen erstmal. Ja. 70 plus... Ja. Naja, ich meine jetzt nicht deine Kritzel-Kratzel-Schrift, sondern was ich meine, ist jetzt... Sag ich nicht. 45 Meter plus 6370 Kilometer, kann man das so zusammenfassen? Mm-mm. Nee. Deshalb macht man... Umrechnen. Richtig. Kilometer in Meter umrechnen. Oder Meter in Kilometer. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja. Weil ich weiß, dass du es weißt, aber... Du willst jetzt natürlich. Aber ich habe keine Lust zu schreiben. Du könntest die 45 Meter teilen durch 1000, denn du weißt ja, dass 1 Kilometer 1000 Meter sind. Ja. Und was kommt dann da raus? 0,4 0 0 0 4 4 5 5. Ja. Und jetzt rechnest du also erstmal 6370 plus das, plus die 0,045 ist also 6370,0045 Kilometer. Das heißt, diese Strecke hier insgesamt von hier bis hier, also von der Spitze des Leuchtturms bis zum Mittelpunkt, ist 6370,0045. So, und jetzt haben wir ja von diesem Dreieck zwei Seiten gegeben. Die dritte Seite suchen wir. Und jetzt kannst du starten mit dem Satz des Pythagoras. Denn mir los. Ich guck zu. Puh, hoffentlich. Wie lautet der Satz des Pythagoras? Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat gleich Hypotenuse Quadrat. Genau. Und das einfach nur das jetzt mit Zahlen eingesetzt. Erste also, Kathete ja. Ist also was? 6370. Ja. Quadrat. Plus x. Quadrat gleich 6370,045 Quadrat. So, das ist der Satz des Pythagoras, einfach mal aufgeschrieben. Und jetzt, wenn du den da so stehen hast, fängst du an, den umzuformen. Okay. Ja? Was müsstest du jetzt hier machen? Minus. Minus was? Ja. 6370 Quadrat. Genau. So, dann hast du hier x Quadrat gleich 6370,045 Quadrat minus 6370 Quadrat. So, und was machst du jetzt? Wurzel ziehen. Jetzt ziehst du die Wurzel, richtig. So, das heißt hier x, denn die Wurzel von, denn das wissen wir ja alle natürlich, ne, die Wurzel von x Quadrat ist was? X. Richtig. So, deshalb steht hier auf der linken Seite nur noch ein x, weil wir die Wurzel gezogen haben und die Wurzel aus x² ist x. Und hier schreibe ich jetzt 6370,045 Quadrat minus 6370 Quadrat. Klar. Und worauf muss ich jetzt achten? Dass ich nicht, wenn ich jetzt den Taschenrechner... Nehmen wir mal, ich rechne das im Taschenrechner jetzt nicht in einem Rutsch. Ich schreibe das also nicht hier so rein, sondern du würdest jetzt hier oben erstmal diese Zeile da ausrechnen. Worauf musst du achten? Dass du zuerst das Quadrat rechnest und dann Minus. Ja? Also hättest du zum Beispiel 7 Quadrat minus 3 Quadrat, dann ist das nicht was? Nicht 4 Quadrat. Genau, das ist nicht 4 Quadrat. Das heißt, du musst erst quadrieren. Das wären hier also 49
minus und dann 9. Wäre insgesamt 40. Ne? Das ist richtig. So, und jetzt schnappt ihr den Taschenrechner und rechnet es aus. Was kommt da wohl raus? Ich bin gespannt. Da kommt raus. Ja. 23,943,7,2,6,2,1. Okay. Wir runden das mal auf 9, was hast du gesagt? 437. Also machen wir aus dieser 3 eine 4. Eine 4. So. Wie viele Nachkommastellen sollen wir? Und das ist dann... Moment. Das ist gerundet. Also mache ich hier ungefähr meine Ungefährzeichen. Genau. Einheit ist Kilometer. Wie viele Nachkommastellen hier sozusagen? Ja, also was wäre am besten? Ja, das hängt immer von der Einheit ab, ne? Also wenn du jetzt hier Kilometer hast, dann ist es mit 3 Stellen nach dem Komma ausreichend. Dann hast du auf Meter gerundet sozusagen. Das heißt, die letzte Stelle wäre hier Meter. Du hast hier also 23.944 Meter. Man könnte jetzt also wie weit gucken? Du könntest jetzt hier 23,944, also knapp 24 Kilometer weit schauen. Gucken. Das heißt, unsere Strecke X hier, zack, die ist 23, knapp, also 24 Kilometer lang. 24 Kilometer könnte man schauen. Ja. Das war die Aufgabe. Das war innerhalb von Sekunden haben wir die Aufgabe gelöst. Ich hoffe, ihr hattet das auch ungefähr so. Raus. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Aufgabe. Ne? Und sagen erstmal Tschüss für heute. Bis demnächst. Hast du Lust? Wozu? Zum Lernen? Nee. Nein? Nein. Warum nicht? Macht keinen Spaß. Macht dir... Was? Moment, komm her. Es macht dir keinen Spaß, das Lernen hier? Es macht dir keinen Spaß? Das kann ja wohl nicht sein. Also Mathe natürlich, aber die anderen Fächer. Okay, kleinen Moment mal eben. Macht dir Mathe Spaß? No. Macht dir Mathe Spaß? Nein. Ich gebe auf.